Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Concept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Kreisigstraße soll grundhaft saniert werden und Stadthalle Zwickau und Volkswagen intensivieren Partnerschaft. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tag aktuell vom Donnerstag. Wir haben den 8. Januar, das heißt, heute Abend ist der große Neujahrsempfang der Oberbürgermeisterin. Das gleich mal zu Beginn der Sendung als Ankündigung für morgen, denn wir sind natürlich mit einem Kamerateam dabei. Und damit sind wir mittendrin in unserer Sendung und kommen zum ersten Filmbericht. Die Kreisigstraße soll in diesem Jahr grundhaft saniert werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Moritzstraße und dem Ring. Die Straße soll dabei ein völlig neues Aussehen bekommen. Mit Parkflächen auf beiden Seiten, außerdem eine Einbahnstraße mit einer Spur plus Radfahrstreifen oder Begrünungen. Die Bauarbeiten sollen im Mai beginnen und voraussichtlich im September beendet sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 763.000 Euro. Die Planungen werden im Rahmen einer Einwohnerversammlung im Bürgersaal des Rathauses am kommenden Dienstag öffentlich vorgestellt. Dabei besteht auch die Möglichkeit, Fragen, Anregungen oder Bedenken vorzutragen. Die Versammlung beginnt am Dienstag um 18 Uhr. Die Glückauf-Schwimmhalle konnte im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Gäste begrüßen. Etwa die Hälfte davon waren Mitglieder von Vereinen oder dem Schulschwimmen. Der andere Teil, genauer gesagt 48%, waren die sogenannten Selbstzahler. Trotz des großen Erfolges der Glückauf-Schwimmhalle konnte im Johannisbad kein Besucherrückgang registriert werden. Nur für das Strandbad Planitz brachte 2014 wegen des schlechten Sommers das schlechteste Ergebnis seit 2007. Die Klinik für Thoraxchirurgie am Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau hat seit Jahresbeginn einen neuen Chefarzt. Dr. Steffen Decker ist gebürtiger Sachse und wechselte von einer Klinik Baden-Württembergs nach Zwickau. Das Leistungsspektrum umfasst sowohl die sogenannte Schlüssellochchirurgie als auch Operationen mittels bildgebender Verfahren und auch die Laserchirurgie. Im Landkreis Zwickau scheinen sehr viele Impfmuffel zu leben. Das Gesundheitsamt des Landkreises hatte im vierten Quartal des vergangenen Jahres regionale Impfstützpunkte eingerichtet. Am Ende waren es aber nur 17 Beratungen. Das Amt weist allerdings darauf hin, dass Impfschutz wichtig ist. Gerade reisefreudige Leute, die im Urlaub bis ans andere Ende der Welt fahren, sollten wirksam gegen Infektionskrankheiten vorbeugen. Werbung. Adoro kommt nach Zwickau. Mit Nah bei dir, der Tour 2015, zieht es das Quartett wieder auf die Bühne. Sowohl Klassikfans als auch Freunde der Popmusik dürfen sich auf ein komplett neues Programm freuen. In ausgewählten Locations werden sie ihr Publikum begeistern. Seien Sie am 24. März in Zwickaus Stadthalle dabei, wenn die vier erstklassigen Popsänger wieder beliebte Popsongs gemeinsam mit Live-Orchester und Band präsentieren. Für den Moment des Tages. Dayspa in Balance, Ayurveda, Massagen und alles, was Geist und Körper gut tut. Für den Moment des Tages. Dayspa Zwickau. Kosmetik und für den frische Kick Ihrer Haut unsere Sauerstoffkosmetik. Für den Autsch. Moment des Tages. Dayspa in Balance. Waxing und Sugaring für ein haarfreies Körpergefühl, damit in Zukunft alles glatt geht. Auch Permanent Make-up für ein beständiges Aussehen. Dayspa Zwickau für die schönsten Momente des Tages. Zum Relaxen, Entspannen und Schönfühlen.
Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank. Zufahrt über Lothar-Streit-Straße. Nutzen Sie auch unsere Gutscheinhotline und unseren Gutscheinexpress. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Mein kleiner grauer Kaktus steht draußen am Balkon. Mein kleiner roter Kaktus. Bestechend anders. Der Citroën C4 Kaktus. Ab 175 Euro im Monat. Jetzt bei Ihrem Citroën-Partner oder auf citroen.de. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 03760263342. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zocken. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Da sind wir wieder und während der Werbung haben wir uns hier im Studio auf wundersame Weise vermehrt. Ich begrüße ganz herzlich Jürgen Flemming, den Chef der Zwickauer Stadthalle. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Sie haben gesagt, ich habe eine brandaktuelle Meldung bei mir. Ich habe gute Nachrichten. Herr Flemming, was haben Sie zu vermelden? Ja, in der Tat, wir haben gute Nachrichten zu vermelden. Dass für die Stadthalle wurde im Dezember vergangenen Jahres mit der Volkswagen Sachsen GmbH ein Vertrag abgeschlossen zur vertieften Zusammenarbeit und Kooperation. Das erfüllt uns mit Stolz und mit Freude und ist natürlich auch Ansporn, dass die Stadthalle weiterhin so gut das Haus bewirtschaftet, mit Leben erfüllt und für die Region natürlich sehr schöne und große Veranstaltungen hier darbieten kann. Ja. Wir waren ja mit VW schon sehr lange im Dialog und haben auch punktuell bei vielen Veranstaltungen zusammengearbeitet. Aber jetzt haben wir das auf, ich denke mal, eine neue Ebene gebracht und geschaffen. Ganz besonderen Dank gilt natürlich dann auch an Herrn Professor Fiebig, der ja noch gar nicht so lange in Zwickau ist und sofort das Vertrauen zu uns gefunden hat. Ganz toll. Ja. Was bedeutet das in der Zukunft für die Gäste der Stadthalle?
Nun, die Gäste der Stadthalle werden sicherlich im Laufe dieses Jahres visuell, denke ich mal, sehr deutlich sehen, dass Volkswagen Sachsen hier in Zwickau ansässig ist, ganz tolle Produkte zu bieten hat und natürlich auch die Wirtschaftskraft Sachsens hier, ich sag mal, präsent sein wird. Ich hatte hier im Vorgespräch schon mal aus Spaß gesagt, damit einhergehend dann die Umbenennung in Volkswagen Sachsen Stadthalle Zwickau oder eher nicht? Nein, also das ist nicht das Thema. Okay. Bei Stadien macht man das gern. Ne? Bei Stadien macht man das gern, sicherlich bei Arenen auch. Ja. Das ist sicherlich auch mal ein Wunsch von uns. Aber wir werden in der nächsten Zeit, also besonders im visuellen Bereich, im Haus deutlich zu sehen haben, dass Volkswagen Sachsen hier in Zwickau regional verbunden ist. Und es ist jetzt genau in einem Jubiläumsjahr. 15 Jahre gibt es die Stadthalle in diesem Jahr nun schon. Ja, das ist ja das Schöne. Wir arbeiten ja schon sehr langer Zeit von Anbeginn an mit vielen regionalen und überregionalen Partnern zusammen. Und insbesondere freut uns natürlich, dass jetzt der größte Arbeitgeber und der größte das größte Wirtschaftsunternehmen Sachsen das ist der Motor, so ne? deutlich zu finden sein wird. Dann möchte ich Ihnen ganz herzlich zu dieser Partnerschaft gratulieren und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie ja, zuallererst den Weg zur Television Zwickau gefunden haben, um wirklich die großartige Nachricht zu vermelden. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am Samstag lädt die Zwickauer Katharinenkirche um 16 Uhr zu einem Konzert mit weihnachtlichen Motetten der Bach-Familie und von Johann Sebastian Bach ein. Es singt der MDR-Chor, musikalisch unterstützt vom Sächsischen Barockorchester unter der Leitung von Gotthold Schwarz. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Das Musical Peter Pan kommt nach Zwickau. Am Samstag wird sich die neue Welt ab 15 Uhr in eine bunte Fantasiewelt verwandeln. Die Show eignet sich für alle großen und kleinen Träumer ab 4 Jahre. Werbung. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 9530 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Und
Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann. Und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Die Eispiraten Krimitschau wollen den Rückenwind der zuletzt erkämpften Siege nutzen und auch den Kassel Huskies ein Bein stellen. Der starke Aufsteiger ist klarer Playoff-Anwärter und kommt am Freitag 20 Uhr erstmals zu einem Duell in den Sahnpark. Dabei wollen die Eispiraten an die kämpferische Leistung in Frankfurt anknüpfen und möglichst einen Sieg einfahren. Am Sonntag haben die Westsachsen dann spielfrei. Am Sonntag treten die Wasserballer des SV 04 im zweiten Ligaspiel gegen das Schlusslicht SC Chemnitz an. Klare Ansage der Zwickauer: gegen Chemnitz muss ein Sieg her. Das Team von Trainer Wüstner kann dabei in Bestbesetzung antreten. Los geht's 11 Uhr im Sportforum in Chemnitz. Auch am Freitag bleibt die Sonne hinter dichten Wolken verborgen. In der zweiten Tageshälfte kann es etwas regnen. Bei Werten zwischen 3 und 7 Grad weht ein starker Südwestwind. In höheren Lagen besteht auch die Gefahr schwerer Sturmböen. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Nach einem regnerischen und milden Samstag geht das Thermometer am Sonntag bis auf 3 Grad zurück und es beginnt zu schneien. Zu Beginn der neuen Woche gehen die Niederschläge in Regen über und es wird wieder etwas wärmer. Das war die Donnerstagsausgabe von Tag aktuell. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, unsere Sendung nicht nur im Fernseher zu sehen, sondern auch im Computer. Vorausgesetzt, Sie haben einen Internetzugang. Ja, schauen Sie mal, wir haben die Adresse eingeblendet. Das wäre unser YouTube-Kanal mit sämtlichen Videos, kompletten Sendungen, wirklich eine ganze Menge Material. Ich glaube, es sind so um die 2000 Clips, die Sie bei uns bereits anschauen können. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wundervollen Donnerstagabend. Bis morgen. Television Zwickau.